ZDF-Fernsehgarten eingeladen, sollte reden über erogene Zonen und wurde im Zuge dessen von der Redaktion gebeten, explizit nicht mehr von Männern und Frauen zu sprechen. Ist ideologisch nicht gewünscht. Wollen wir jetzt Biologie leugnen? Deshalb glaube ich, ist es einfach wichtig, weiterhin freundlich, aber bestimmt zu sagen, die Genderei mache ich nicht mit. Und ich möchte auch weiterhin von Männern und Frauen reden. Ich möchte auch weiterhin den Muttertag feiern können. Obwohl es offiziell laut manchen Zeitgenossen nicht mehr zeitgemäß ist. Und ich möchte auch weiterhin einen Christbaum aufstellen dürfen. Weil das Teil unserer Kultur ist. Fertig. Ach so, diese Frauenzeitschrift wird gegendert, die lege ich weg. Die Kaviar nimmer. Weil das einfach Ideologie ist. Das ist den Leuten was aufoktroyieren. Die Mehrheit der Menschen möchte es nicht. Lasst es. Wenn ihr es für euch machen wollt, macht es. Ich bin der toleranteste Mensch der Welt. Die Hälfte von meinem Freundeskreis ist schwul und lesbisch. Die wollen das auch nicht, lustigerweise. Die wollen auch nicht, dass die ganzen Heten jetzt mit Regenbogenfähnchen durch die Gegend laufen. Ich habe das Recht, eine Meinung zu haben. Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung, muss man schon fast sagen. Es gibt Leute, die sagen, man darf nicht mehr alles sagen. Du darfst natürlich alles sagen. Ich bin das beste Beispiel dafür. Aber du wirst sofort versucht, dass man dich mundtot macht. Und dass man dich, um dich mundtot zu machen, in ein Eck stellt. Es gibt so eine vermeintliche Mainstream-Meinung, die von gewissen Medien oder auch Künstlern, Politikern kolportiert wird, die aber meines Erachtens nicht die Meinung der großen Mehrheit der Bevölkerung ist. Und wenn du von dieser Meinung abweichst, bist du nicht nur einfach anderer Meinung, so wie es früher warst, dir wird so unterstellt, als ob du Majestätsbeleidigung, wenn du zum Beispiel gegen die Grünen was sagst, dann hast du das Gefühl, du begehst einen blasphemischen Akt. Bei uns haben sie ja immer noch Schnappatmung und Erding ist immer noch ein Thema. Lanz, Anne Will kommt immer noch, ja, Erding, Erding, Erding. Und die Einladende, die Journalisten entblöden sich ja nicht einmal, meinen Namen zu vermeiden, indem sie mich bezeichnen als die Einladende. Und als ob ich irgendwie Majestätsbeleidigung begangen hätte. Und dabei war das einfach nur ein zutiefst demokratischer Akt. Ich habe, oder wir, der Franz und ich, haben, und die Leute, die dort waren auch, wir haben von unserem demokratischen Grundrecht Gebrauch gemacht, unsere Meinung dort äußern zu dürfen. Über den Metzger, der Schwierigkeiten hat mit den Gesetzen, die durch unsere Regierung gemacht werden aktuell. Über den Bäcker, der seine Filialen verloren hat. Dadurch hat natürlich kein Mensch geredet. Nicht ein einziges Wort. Es gab Sendungen, die haben nicht einmal über den Grund der Demo berichtet. Da hieß es nur, es gab eine rechte Kundgebung. Und das war schon infam. Es wurde ja viel drüber geschrieben, am meisten von Leuten, die nicht auf der Demo waren. Wer da alles da war, Rechte und Schwurbler und Querdenker und Idioten. Die Leute, die dort waren auf der Demo, haben gesagt, das war total interessant und wichtig für uns, dass wir da waren. Weil wenn wir die Berichterstattung hinterher gelesen haben, dann dachten wir, wir wären auf einer anderen Veranstaltung gewesen. Und das war spannend zu sehen, was die Presse aus so einem Ereignis macht.